Willkommen zurück zur nächsten Folge unserer Sprint to Glory hier in F1 2020. Wir starten heute mal im Menü rein, nicht direkt mit dem Qualifying, denn hier ist einmal der Zwischenstand in der Rivalität mit Daniel Ricciardo. Also aktuell liegt er knapp vorne, sind aber auch noch drei Rennen zu gehen, also noch ist alles offen. Und dann seht ihr es oben rechts bereits 1500 Ressourcenpunkte und die wollen wir heute in jedem Fall mal wegbekommen, denn vielleicht seht ihr es hier schon, im Motor sind wir zwar gut unterwegs, Aerodynamik müssen wir jetzt mal den nächsten Schritt machen, Chassis sieht auch okay aus und hier oben läuft eigentlich auch alles. Also hier muss man ganz ehrlich sagen, können wir uns erstmal ein bisschen beruhigen. Viel wichtiger wäre eigentlich in den anderen, Stufen hier nochmal was zu machen. Und deshalb hier können wir tatsächlich nochmal was entwickeln. Und deshalb gehen wir in die Aerodynamik mal rein mit einem weiteren Upgrade. Und das war es dann tatsächlich schon, was wir hier machen können. Das jetzt vorne weg und jetzt geht's rein ins Qualifying in Spanien und nachher dann noch in Monaco. Ja, also Spanien heute bewölkt. Eine Strecke, die ich ziemlich interessant finde, die ich auch, ich würde sagen, ich kann sie schon ganz gut, aber da möchte ich jetzt hier nicht zu viel versprechen. Denn Spanien, da kann man auch ganz schnell mal von der Strecke fliegen. Jetzt also Blitzqualifying für uns im Toro Rosso oder jetzt Alpha Tauri. Und wir gehen rein. Lange gerade zunächst. Dort müssen wir ja eigentlich nicht viel machen, außer ein bisschen Gas geben. Und dann uns richtig für die Kurve positionieren. Und hier ist vielleicht auch gleich die schwierigste Kurve auf der ganzen Strecke. Wenn man hier ein bisschen weiter außen anfährt, dann kann man hier auch wunderbar durchgehen. Und damit haben wir vielleicht den schwierigsten Part bereits hinter uns. Aber ja, Spanien ist auf jeden Fall keine leichte Strecke. Jetzt mal ein bisschen Konzentration, damit wir hier ein gutes Ergebnis am Ende herausbekommen mit unserem Alpha Tauri. Hier diese Kurve ebenfalls nicht leicht. Wenn man da zu früh Gas gibt, war es zumindest in F1 19 so, dass man da sehr, sehr schnell rausfliegen konnte. Hier habe ich jetzt keine Probleme damit gehabt. Und jetzt gehen wir hier in den dritten und natürlich letzten Sektor rein, der ja eigentlich unserem Auto ganz gut liegen sollte. Aber der Fahrer muss es natürlich auch noch einigermaßen können. Mal gucken, ob wir das hier heute einigermaßen hinbekommen. Jetzt noch schnell in den zweiten runterschalten. Bisschen sehr viel Curb mitgenommen von mir. Das war nicht gut. Das muss man ganz klar hier ankreiden. Und am Ende nur Elfter. Ja, die Curbs da im letzten Sektor ganz doll mitgenommen. Das hat uns eine Menge Zeit gekostet. Das war nicht gut. Ansonsten bin ich eigentlich zufrieden mit der Runde. Gucken wir nochmal aufs Ergebnis. Und damit können wir eigentlich direkt reinstarten ins Rennen. Pierre Gasly hinter uns auf 14, aber wir auch deutlich hinter Daniel Ricciardo. Rein geht es nun also in den Spanien Grand Prix hier in Barcelona. Eine Strecke, die ja wirklich nicht leicht ist mit zwei längeren Geraden, wo es auch DRS gibt. Ansonsten viele, viele Kurven, die nicht immer leicht zu bewältigen sind. Und vor allem Kurve 7 ist gefährlich, da kann man schnell mal rausrutschen. Charles Leclerc heute im selben Ferrari wieder gut unterwegs. Die Fahrermeisterschaft Hamilton, Bottas und dann Verstappen auf der Pole. Heute wieder einmal Lewis Hamilton daneben, Valtteri Bottas. Dann Max Verstappen, Sebastian Vettel und auf der 5 dann Charles Leclerc. Die 6 Albon, 7 und 8 die beiden McLaren, 9 Ocon wie auf 10 ein hochgerückt. Lance Stroll und Perez hinter uns, Pierre Gasly auch ein Hoch auf 13, Kimi Räikkönen, Antonio Giovinazzi, Magnussen, Romain Grosjean, Ricciardo mit der Gridstrafe und dann die beiden Williams. Also für uns ein guter Vorteil, dass Ricciardo 10 Plätze weiter hinten starten muss und jetzt rein ins Rennen. Ich denke, ihr habt es schon gesehen, Daniel Ricciardo hat eine 10 Plätze Gridstrafe bekommen. Bedeutet, er startet hinter uns. Wir sind auf Rang 10 vorgerückt. Gasly auf 13 und Ricciardo auf 18. Das bringt uns natürlich einen guten Vorteil in der Rivalität. Denn wenn nicht hier heute einiges schief geht, dann sollten wir vor ihm landen. Und damit gehen wir jetzt rein ins Rennen hier in Frankreich. Ihr seht es auch, unsere Motorkomponenten sind nicht mal die allerfrischesten. Da wird es bereits angezeigt. Und jetzt geht es hier rein in den Start. Ja, wir sind sogar ganz gut weggekommen. Jetzt hier direkt an Lando dran, uns jetzt aber dann doch ein bisschen davonziehen kann. Kriegt so eine Verwarnung dafür. Muss jetzt eigentlich auch nicht sein.
jetzt müssen wir erstmal verteidigen und da haben wir uns tatsächlich den Frontflügel angehauen. Das war alles, aber nicht gut. Oh Mann, oh Mann. Wir strugglen hier gerade. Das sieht hier nicht gut aus. Da haben wir jetzt schon eine Position verloren. Gegen ein Racing Point. Und müssen jetzt hier gucken, dass wir hier irgendwie mit diesem lidierten Frontflügel auf der Strecke bleiben. Das ist nicht immer so ganz leicht. Das ist natürlich jetzt bitter. Erster Schaden für uns überhaupt in dieser Karriere. Der Start war nicht okay, Jeff. Also wir sind gerade aus den Punkten wieder rausgefallen und haben einen Frontflügel, der nicht ganz intakt ist. Das ist schon alles nicht so perfekt und wieder schlecht hier im letzten Sektor. Mann, Alter, da kann ich mich echt aufregen. Jetzt können wir vielleicht ein bisschen an Perez rankommen. Oh, Alter, der Wagen hat übel verzogen gerade. Ja, irgendwie auf der Gerade war das gar nicht schlecht gerade hier. Das gefiel mir, wie wir da mit der Pace vorangekommen sind. Und hier merkt man den Frontflügel dann mächtig in diesen schnellen Kurven. Oh Mann, das wird kein leichtes Rennen. Also Punkte können wir uns hier, glaube ich, heute abschmieren. Also ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Denn das sieht jetzt schon nicht gut aus. Und jetzt hat sich Stroll an uns auch noch den Frontflügel abgefahren. Schlechtes Rennen für uns hier erstmal. Jetzt muss schon einiges passieren, dass wir noch an die Punkte kommen. Denn dass wir da jetzt an Perez dranbleiben, sehe ich gerade irgendwie nicht. Nicht mehr ins DRS-Fenster werden wir schaffen. Das ist jetzt alles schon höchst problematisch. Sind jetzt hier in Sektor 3 der dritten Runde. Wie vermutet, haben wir überhaupt keine Chance mehr, vorne dran zu bleiben. Und jetzt ist Pierre Gasly, unser Teamkollege, direkt hinter uns und wird uns wahrscheinlich auf der Geraden gleich einsammeln können, weil er DRS bekommen wird. Stroll musste leider an die Box mit seinem Flügelschaden. Wir haben Motorprobleme, sagt Jeff gerade. Gucken wir mal drauf, ja, 71%, Getriebe auch nicht mehr das Beste. Also, ne, das ist nicht unser Rennen. Für uns ist klar, in Monaco werden wir einmal alles wechseln können. Alle Motorteile und auch das Getriebe. Denn dann sind 6 Rennen gefahren und nach 6 Rennen darf man regulär auch das Getriebe ohne Schaden wechseln. Und beim Motor haben wir sowieso keine Strafe zu erwarten, wenn wir es noch vor dem Rennwochenende wechseln. Das wird auf jeden Fall passieren. Also frische Komponenten für Monaco sind geplant. Ansonsten hier heute wird nichts mehr gehen in Sachen Punkte. Vielleicht bleiben wir noch vor Gasly. Auch das wird, nee, das wird keine Aufgabe. Also das weiß ich nicht, ob wir das hinbekommen. Fakt ist einfach, wir müssen jetzt hier dieses Rennen überstehen, um einfach Punkte gegen Ricciardo gut zu machen. Ja, das ist so die Hoffnung dahinter. Und jetzt fahren wir hier die letzte Runde noch eben schnell durch und dann war's das und dann geht der Blick Richtung Monaco. Und jetzt kommt hier eben der Angriff von Pierre Gasly und er zieht an uns vorbei. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir hinter ihm sind. Aber heute, ja, das Rennen ist einfach verkorkst durch den Fehler zum Beginn des Rennens mit dem Frontflügelschaden. Da machst du jetzt nichts mehr. Also man merkt, der Wagen, der liegt ja heute nicht mehr gut auf der Strecke. Pierre Gasly heute vor uns. Leider wird auch er heute wieder nur Elfter, heißt heute überhaupt keine Punkte für unser Team. Das ist schade. Und Gasly mal wieder auf dem 11. Platz. In letzter Zeit ja sehr, sehr häufig. Ist jetzt, glaube ich, das dritte Mal. Man merkt jetzt auch, dass der Motor gerade krass nachlässt. Also die Alphas kommen uns jetzt auch auf der Geraden deutlich näher. Ja, so ist es. Auch hier kriegen wir überhaupt kein DRS von Gasly. Also, nee. Wir sind jetzt hier die letzten Meter, der letzte Sektor. Das ist ein 12. Platz, der nicht zufriedenstellend ist. Fakt ist aber, dass wir vor Ricciardo sind und ja, wahrscheinlich wird er zwar die schnellere Runde gefahren haben, aber zumindest wird es dann 3-3 ausgehen hier nach diesem Rennen. Wir haben an diesem Rennwochenende dann wieder einen Punkt auf ihn verloren. Das ist alles nicht perfekt, daran müssen wir arbeiten in Zukunft. Und ja, damit ist dieses Rennen beendet.
Und wir gucken jetzt uns die Siegerehrung an und dann geht es nach Monaco. Ja, und es ist tatsächlich mal wieder Lewis Hamilton, der das Ding hier heute gewinnt. Mercedes also wieder vorne. Im letzten Rennen, in der letzten Folge, hatte, glaube ich, Max Verstappen in Sandford noch endlich mal ein anderes Team gewonnen. Und ja, jetzt ist Mercedes zurück. Heute Albon auf 6 gelandet. Und wir gucken jetzt mal, wer noch auf dem Treppchen steht. Ich denke, Bottas wird wieder mit dabei sein. So ist es auf dem zweiten Platz und Max Verstappen auf 3. Kein Ferrari. Und damit können wir eigentlich reinstarten in Richtung Monaco, was keine leichte Aufgabe wird. Rein geht es nun also in den Monaco Grand Prix. Zunächst das Qualifying, das Blitzqualifying. Es wird das schwierigste Qualifying wahrscheinlich im ganzen Rennkalender. Ein einziger Versuch auf Monaco. Ich werde die ganze Zeit meine Schnauze halten, denn hier muss ich mich einfach konzentrieren. Und lass uns reingehen. Das erste Mal im Training war es jetzt auch so, dass ich hinter Gasly war. Also Monaco ist nicht meine Strecke, das weiß ich. Und jetzt gehen wir hier rein auf diesen Circuit, der nicht gerade mein bester Freund ist. Oh Mann, Alter. Oh Mann. 13. am Ende. Nee, also es ist nicht mein. Also zwischenzeitlich war es ja gar nicht schlecht, aber dann da die letzte Kurve auch völlig verbremst. Wir 13. aber immerhin noch vor, vor Gasly, der ist nur 18. geworden. Gegen Monaco-Profi Daniel Ricciardo haben wir natürlich überhaupt keine Chance. Damit gehen wir rein ins Rennen. Mal gucken, was geht. In Monaco zu überholen, fast unmöglich. Und das sind 5 Runden. Da brauchen wir einen guten Start. Aber eigentlich heißt es eher nur überleben. Nun also Monaco Grand Prix, das zweite Rennen für diese Folge. Hoffentlich läuft es zumindest etwas besser als in Spanien. Der Monaco Circuit ist ja dann wirklich nicht leicht hier in Monte Carlo. Eine einzige DRS-Zone. Ansonsten natürlich extrem eng und absolut nicht meine Strecke. Also wenn wir hier Punkte holen, das wäre absoluter Wahnsinn. Und ja, McLaren, die könnten heute tatsächlich das ausnutzen mit ihrem Wagen, der nicht so gut aufgeraten ist. Starten wir mit Lewis Hamilton auf der Pole, Max Verstappen steht neben ihm. Auf der 3 dann haben wir Valtteri Bottas, Charles Leclerc auf der 4. Die 5 von Albon, dann 6 Vettel, Ricciardo auf 7, Lance Stroll auf 8, Carlos Sainz 9, Perez 10, Esteban Ocon 11, Kimi Räikkönen 12, wir 13, Lando Norris 14, Giovinazzi 15, Magnussen 16, 17. ist Russell, 18. ist Pierre Gasly, 19. ist Romain Grosjean und dann Latifi. Und damit geht es rein ins Rennen. Jetzt geht also rein in den Monaco Grand Prix. 5 Runden, volle Konzentration. Auf geht es. Oh Mann, das wird hier heute eine Aufgabe. Ich weiß nicht, ob ich der gewachsen bin und der Start. Es geht rein. Und wir kommen erstmal sehr, sehr gut weg. Das ist nicht schlecht. Und da ist auch schon der Flügel gleich mal ein bisschen lediert. Aber damit habe ich auch schon gerechnet. Also ganz ehrlich, in Monaco werden wir sowieso nicht ohne Flügelschaden durchkommen. Aktuell in den Punkten. Und jetzt ist der Vorteil, überholen ist sie nicht wirklich. Also das könnte uns hier tatsächlich auf Platz 10 den Vorteil geben, dass man eben kaum überholen kann. Jetzt hier mal ein bisschen asozial gegen Carlos Sainz. 2 Sekunden Zeitstrafe für Kollision. Ja, nur weil der da... Ach komm,
Ganz ehrlich, in Monaco, wir nehmen mit, was kommt. Und keine Ahnung, es ist wirklich nicht meine Strecke. Also eigentlich kann ich hier auch gar nicht ohne Rückblenden fahren. Heute diese 5 Runden muss es irgendwie gehen. Hier auch gleich mal abgekürzt, also ihr seht es doch. Das hier wird heute eine Mammutaufgabe, erstmal dieses Rennen zu überleben. Und Punkte sind dann nur Bonus und hier schon wieder krass verbremst. Ich verstehe gar nicht warum. Also eigentlich hatte ich da noch nie Probleme in dieser Kurve. Start war wirklich eigentlich nicht schlecht. Muss ich Jeff auch mal tatsächlich zustimmen. Aber ja, Konsequenz ist ein halb kaputter Frontflügel und eine 2 Sekunden Zeitstrafe, die uns aktuell aus den Punkten wieder rauskicken würde. Naja, wie gesagt, wir gucken, was geht. Oh, jetzt auch noch eine 2 Sekunden. Ach, ganz ehrlich, Jungs, ich habe hier echt keinen Bock mehr drauf. Den Wagen kann man auch abstellen. Es bockt absolut nicht. Also, nee. Session beenden. Ich habe da. Monaco wird eh nichts bei mir. Auch nur 5 Runden, das war's hier. Junge, Junge, eine Folge ohne Punkte, das ist bitte, aber ganz ehrlich, Monaco, ich habe hier keine Chance. Ohne Rückblenden geht in Monaco nichts. Ja, es ist einfach so. Es ist einfach so. Wir gönnen uns noch schnell die Sieger, aber dann möchte ich einfach auch nur weg hier. Hamilton, Max Verstappen, Leclerc. Schön für die und für mich war's das. Jetzt kommt die auch wieder hier mit ihren dämlichen Fragen. Oh, wie schätzen Sie die Konkurrenz in dieser Saison? Ja, ich mag Herausforderungen, keine Ahnung. Die begrüßen mich hier erstmal. Tolles Rennen. Nee, war kein tolles Rennen. Kratzer abbekommen. Wir fahren auf einem sehr hohen Niveau. Da gibt es mal manchmal Unfälle. Vor allem auf Monaco, Alter. Monaco. Nee, Monaco wird bei mir nichts. Ich sage es, wie es ist. Da werde ich wahrscheinlich nie Punkte holen. Da wird einfach nichts gehen. Ich krieg's nicht hin. Ja, die Rivalität mit Ricardo, die haben wir damit so gut auch wie verloren. Nochmal 4 Punkte für ihn obendrauf. Und ja, nächstes Rennen ist Aserbaidschan. Auch nicht leicht, aber leichter als Monaco. Und dann gibt es in der nächsten Folge Aserbaidschan und Kanada, glaube ich. Ist es so? Darauf freue ich mich auf jeden Fall deutlich mehr als hier heute in Monaco. Und dass wir in Spanien auch noch so versagt haben, das ist nun wirklich nicht gut. Ja, Aserbaidschan, Monaco wird es. Nächste Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, auch wenn es heute nicht lief. Und hier können wir noch mal kurz auf die Rivalität gucken. Wo macht man das denn? Och, dieses neue Menü hier macht man das. Ja, das Ding ist durch. 2 Rennen gibt es ja noch, aber keine Chance für uns dann noch gegen Ricardo. Wieso müssen wir eigentlich gegen Ricardo als Rivalen? Also ganz ehrlich, der ist viel zu gut für uns. Viel zu gutes Auto auch. Naja, so ist es nun mal. Wir können noch mal hier kurz auf den Verlauf gucken. Wir aktuell gleich gut mit Alpha müssten wir sein, weil man sieht uns überhaupt nicht. Ja, doch, das müssten wir sein. Ja, es ist sehr, sehr eng im Mittelfeld. Haas und Williams damit Abstand. Und ja, aktuell die Entwicklung ist da. Monaco, Spanien vergessen wir. 2 Rennen ohne Punkte, das gab es bis jetzt noch gar nicht. Rennen ohne Punkte. Nächste Folge sondern wieder Punkte her. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, macht es gut und ciao.